Im Schnitt alle 3 Jahre geschieht auf der indonesischen Insel Sulawesi etwas Seltsames. Das Bergvolk der Toraja holt seine Toten aus den Gräbern. Bei Manene, das traditionell im August stattfindet, werden die Körper der verstorbenen Angehörigen exhumiert. Anschließend werden sie gewaschen, gepflegt und neu eingekleidet. Manch einer bekommt sogar eine schicke Brille aufgesetzt. Oder, wie im Fall dieses kleinen Mädchens, einen Haarreif. Es sind Bilder, die für Außenstehende mehr als bizarr anmuten. Gruppenbilder mit den aufgehübschten Mumien gehören zur Zeremonie. Auch das ein oder andere Selfie ist dabei. Denn es gilt, Manene ist ein frohes Fest.